Let's count on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Retro-Gaming-Fans, Amiganer, Amiganerinnen und solche, die vielleicht noch Amiga-Fans werden wollen. Wobei, wenn man sich diese Games hier anguckt, überlegt man sich das wahrscheinlich zweimal. Nein, der Amiga hatte schon richtig geile Games. Die hier gehören garantiert nicht dazu. Die befinden sich in der Big 100 Box von Wicked Software. 100 angeblich geile Games, alles so Public Domain, Shareware, so Zeug, ne? Und auch heute kommt wieder meine Original Amiga Tank Maus zum Einsatz, die frisch reparierte. Und ja, weiter geht's mit dem Game Frogman. Ein Schelm, wer da nicht an Frogger denkt, wenn man sich das anhört. Wobei, das kann ja auch alles Mögliche sein. Es ist wirklich Frogger. Okay, gut. Ja, kann man das denn wenigstens? Press the Joystick down to start. Und ich habe sogar meinen froschgrünen Arcader-Joystick. Deswegen sieht man den hier nicht, der ist ghosty. Das sieht immer wieder witzig aus. Ja, Hebel nach unten. Okay, wollen wir mal schauen. Ja, da ist es. Oh, ohne Sound. Wer hätte es gedacht? Ah, scheiße. Reagiert ja. Reagiert ja wie Sau. Gar nicht. Ey, das. Das Vieh ist so langsam. Das schaffst du es nicht mal halb über. Hä? Und wieso? Hallo? Jetzt muss ich hier eine Maussage wieder hin. Was ist denn hier bitte los? Wieso steigst du da einfach aus? Das geht... Ja! Nee. Hör auf mich zu verarschen, Freund. Was soll das denn jetzt? Das ist wieder so ein schöner Vorführeffekt. Den hatten wir noch gar nicht hier. Nicht in der Big 100 Softwarebox. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich hab's begriffen. Können wir jetzt? Das habe ich ja noch nicht gehabt hier. Also Frogger geht ganz schön quer runter, ne? So. Dann gehen wir nochmal rein in dem Menü da, ne? Da wollen wir aber noch mal probieren. Ich wollte wenigstens mal ein Fröschchen über die Straße bringen. Wenn es denn läuft. Wobei der Frosch läuft ja nicht. Frösche hüpfen ja. Hebel nach unten. So. Und ich kann mich natürlich hier bewegen, aber also schnell geht anders. Und ich frage mich echt, wow. Das ist ja bitter. Ja. Okay. Ich hoffe, die... Nein, ich ahne Schlimmes. Weggemanscht. Ich sehe den Mauszeiger da oben aus dem Bild. Ah, natürlich geht's auf Zeit. Ist doch logisch. Na, das ist schwer. Muss ich wieder Hebel nach unten machen? Score 0? Ja, weil ich nicht einen einzigen von diesen dümmen Froschen... Er hat auch keinen Bock zu reagieren, wenn er soll, ne? Also, das reagiert extrem träge. Batsch, klatsch, hau kaputt, paff. Ich habe 15 Punkte. Gibt Selbstmordpunkte? Jetzt komme ich wenigstens auf den Grünstrand. Ich möchte jetzt wenigstens einmal da oben irgendwo sicher landen. Ja! Ich fasse es nicht. 76 Punkte. Das war wahrscheinlich auch der einzige Frosch, der es bis ins Ziel... Das ist schlaftablettig. Der reagiert teilweise gar nicht. Wie soll ich denn jetzt den Feierbutton zum Quitten drücken? Ich will aber noch gar nicht. Ich will da oben noch einen Frosch reinbringen. Ja, ja. Das wird dann mein Rekord in dieser Runde. Zratsch drin. Viel mehr wird da wahrscheinlich auch nicht mehr zu sehen sein. Rockma. Wo sind die Balken, wenn du sie brauchst? Okay. Ja.
Da frage ich mich, ist das in irgendeinem Amiga Basic geschrieben oder was? Weil das so lahm ist. Ja. Ja, und dann, manchmal reagiert er auch gar nicht. Aber immerhin, ich habe 3 Frösche nach oben gebracht. Das muss mir erstmal nachmachen bei diesem Game. So. Jedenfalls ist er mir diesmal nicht abgeschmiert. Auch schon mal was wert. Ja, dann gucken wir mal, was ist denn Zongs? Naja, die anderen Game-Namen verraten ja schon einiges. Eine 5 in a row. Mm. Press Space Bar to play. Ich bete drum, dass man das Ganze mit einem Joystick spielen kann. Und bitte nicht mit Tastatur oder so. So. Was ist das? Mit der Maus steuert man schon mal nicht. Mit dem Joystick steuert man es aber wohl schon mal auch nicht. Oh nein. Mit den Richtungstasten anscheinend. Nee, aber ich kann. Ja, doch. Richtungstasten. Reagiert aber auch irgendwie so nicht wirklich gut. Der macht irgendwie, was er soll. Ich verstehe es nicht. Gibt es hier irgendwo eine Erklärung zu dem Ganzen? Ne, da oben hast du zwar den Balken, aber passiert nichts. Also die Steuerung ist so ein bisschen arschig. Er muss erstmal irgendwie checken. Also, habe ich das denn richtig begriffen? Ja. Aber irgendwie, der reagiert hier. No, gerne. Der reagiert wie ein Amboss mit Kinderlähmung, echt. Ja, gar nicht. Du musst irgendwie. Ja, manchmal, dann hat er keinen Bock, sich zu bewegen. Warum kann man das nicht einfach prompt umsetzen? Ja, mach das doch, Mann. Und geh doch wieder zurück, wenn du sollst. Und geh nach oben, wenn du nach oben sollst. Der reagiert wirklich nicht. Das ist ein Witz. Das ist echt. Und dann bewegt er sich mal so überhaupt nicht. Und also die Steuerung, ich kann das kaum beeinflussen. Und da geht das eventuell auch über den Ziffernblock. Als letzten Versuch. Spacebar to play. Ja, ich reiz nicht. Geht es wenigstens mit dem Ziffernblock? Ne. Scheiße. Kommt man doch irgendwie raus so mit Quit? Mit SK? Ah ja, kommt man. Was war das denn für ein Scheiß? 5 in einer Reihe. Das heißt also 5 gewinnt. Ja, Ich weiß schon, welches Spiel ich nicht lange spielen werde. Kann ich da irgendwo meinen Punkt hinmachen? Naja, das ist hier so. Ich bin also Kreis und ich kann sowas nicht. Ich bin in der Regel, vor allem, ich bin immer nur am Kontern. Ich komme überhaupt nicht dazu, mal irgendwie selber was aufzubauen. Ja, ich bin hier nur am Verteidigen. Wie soll ich denn da in der Lage sein, was Eigenes zu bauen? Weil ich ja wirklich nur irgendwie im Verteidigungsmodus bin. Ich kann das nicht. Jetzt muss ich den da oben. Ja, ich kann immer nur dafür sorgen, dass ich den blockiere. Da hat er 2-2. Ich mache wahrscheinlich gleich wieder irgendeinen Scheißfehler. Und verkackt dann. Ja, nee, denkste. Ja, ich bin schon wieder nur am Verteidigen und komme wieder nirgendwo richtig hin. Ja, du denkst wohl, du könntest mich verarschen. Wahrscheinlich macht das auch. Ja, ich kann jetzt hier einen, da habe ich 4 in a row, da habe ich nichts davon. 3. Wo soll ich denn hier was aufmachen, was der mir nicht gleich wieder blockiert? Denk nach. Kann ich denken.
Ja, also ich könnte mal hier mein Glück versuchen. Ist wahrscheinlich voll scheiße, aber das hat er nämlich gemerkt. Der ist dummerweise wahrscheinlich ziemlich gut und ich bin einfach ziemlich blöd. Wahrscheinlich. Irgendwann mache ich einen dummen Fehler und dann war es das. Aber jetzt war er mal im Verteidigungsmodus. Ja, scheiße. Ja, der ist gut. Da kannst du nichts gegen sagen. Und ich muss jedes Mal aufpassen, dass ich nicht irgendwo Scheiße baue. Ich bin schon wieder nur am Verteidigen. Das ist doch nicht wahr, ey. Ja. Oh Mann, ich habe das Gefühl, hier ist bald Feierabend. Ich habe. Echt? Ich bin immer nur am Versuchen, ihn daran zu hindern, 5 zu machen, aber selber kann ich nichts aufbauen, weil er ständig, ja, sozusagen attackiert. Ach, hier. Ja, da muss ich auch wieder aufpassen. Meine Fresse, du. Ja, wie gesagt, ich komme da auf keinen grünen Zweig. Ich werde wahrscheinlich am Ende durch eine Dummheit verlieren. Da kenne ich mich. Da hat er auch schon 3. Ja, da ist er dann auch schon wieder irgendwie dran. Da muss ich aufpassen, dass er nicht da oben weitermacht. 1, 2. Ich könnte natürlich mal hier mein Glück versuchen, was wahrscheinlich völlig. Ja. Da hat er da oben zu. 1, 2, 3, 4. Ja. Da innen drin kann ich eigentlich nichts reißen. Da unten hat er schon. Das wusste ich. Der ist zu gut. Tja, wo könnte ich jetzt meinen Kreis hinmachen? 2, 2. Ja, das hat er schon durchschaut. Kackstück. Ah, ich muss da oben aufpassen. Ich glaube, ich würde dann eher hier einen hinsetzen. Scheiße. Ja, jetzt habe ich verkackt. Tada. Ja, ich kann dann wählen zwischen okay oder okay. Ich wusste es doch, durch irgendeine Dummheit stelle fest, der Computergegner ist ganz schön gewitzt. Ja, das war 5 gewinnt. 31, was mag 31 sein? 31 Minuten Spielspaß oder 31 Sekunden. Such dir ein Deck für diese Session aus. Hä? Hä? Oder muss ich unten aussuchen? Lass mich raten. Man muss. Das ist so wie 17 und 4, also wie Blackjack, nur mit 31? Da gibt es keine Hinweise. Jetzt ist die Frage: Zählt alles zusammen? Dann hätte ich jetzt hier 18, 25 und 6. Das wären ja 31. Was muss ich denn jetzt machen? Oder muss ich hier was machen? Nee, mit den Karten kann ich nichts machen. Wenn ich die jetzt da. Eine Karte zum Ablegen nehmen. Er nimmt eine Karte vom Deck. Ja, ich habe ja jetzt. Warte mal, jetzt bin ich auf 24. Muss man also möglichst nah an den 31 dran sein? Ja, mit der 8 wäre es ja 32. Kann ich von dem Deck hier eine Karte nehmen? Ja, ich tue die 6 weg. Dann bin ich mit 28 ja schon recht dran. Wahrscheinlich darf man die 31 nicht platt fahren, ne? Ja, und ich kann ja hier auch nichts machen dann, ne? Der Bube zählt. Der 10, kann ich die Karte da nehmen und dann die discarden?
Und zählt das jetzt als 30 oder zählt das jetzt als... Warte mal, wie war das immer? Bauer 2, Dame 3, König 4? I'll take up your discard. Was jetzt? Wie? Was will er mir damit sagen? Kann ich das hier nehmen und durch den König tauschen? Oder habe ich jetzt gewonnen? Ich ziehe eine Karte vom Stapel. Hm? Ja. Und muss ich jetzt überhaupt noch irgendwas machen? Ich kann hier aber auch aus dem Menü nichts auswählen. Ja, ich habe gerade Mühe, das so ein bisschen das zu raffen. Ich könnte natürlich jetzt hier... Jetzt muss ich eine Karte zum Rausschmeißen wählen. Ja. I'll knock. Ja, dann knock. Und nu, was heißt das jetzt? Wenn du knockst, knocking on, knock, knock. Bei dem kann ich nichts machen. Ja, ich kann jetzt den König zurücknehmen oder was? Was? Jetzt, das ging zu schnell. Was habe ich jetzt? Also, lass mich raten. Ist das jetzt 10 und 9 wären 19 und 8 wäre 27? Ja, wie? Warum hat der gewonnen? Play again? No. Oder muss ich aufs N drücken? Habe ich gerade keine Checkung. Ja, komm, hier. Quitticus Gamus. Dann haben wir noch eins übrig. Ich meine, Blackjack, das hätte ich ja wenigstens noch verstanden, aber das? Nö, nicht wirklich. Das letzte Game von Disc Nummer 6. Block Attack. Start oder Quit? Start. What in the world? Das ist Tetris. Die Frage ist, kann ich das mit dem Joystick? Nö, wäre ja zu einfach. Kann ich das mit den Richtungstasten? Wie soll ich denn das steuern? Maus? Nein? Kann ich das irgendwie rotieren? Wobei... Ein Würfel rotieren macht ja auch sehr viel Sinn. Aber, nee, mit dem, ach, guck mal da. Mit dem Ziffernblock kann ich hier... Aber ich kann nicht runterziehen, dass es schneller droppt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich kann mich hier hin und her bewegen. Kann ich die Teile denn auch irgendwie drehen? Das muss doch irgendwie drehbar sein. Ich kann die Scheiße nur hin und her bewegen. Das kann's doch wohl nicht sein, oder? Das muss man doch rotieren können. Es geht aber nicht. Mit Enter? Ja, ganz toll. Wie breit ist das Feld eigentlich? Oh, das ist... Aha, das geht über die ganze Breite. Ja, schön. Und warum kann ich das nicht rotieren? Oder kann man das hier mit BASD oder... Oh! Das ist die beste... Ja, weiß nicht. Ich habe jetzt einfach, glaube ich, Q gedrückt. Weißt du was? Lass stecken. Ja, das war ja hier heute wieder sehr ergiebig. 5 Games innerhalb von nicht mal 20 Minuten mal angezockt. Mehr Zeit muss man da auch nicht aufwenden, glaube ich. Also mehr Aufmerksamkeit brauchen diese Games auch nicht. Man hat sie jetzt mal gesehen. Aber naja, in der Zeit kann man sicher interessantere Games spielen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen gute Unterhaltung. Und wenn ja, nicht vergessen, das Ganze zu liken. Und ansonsten, ja, vielleicht gefällt euch ja, was ihr hier seht. Und ihr lasst vielleicht sogar ein Abo da. Würde mir eine Riesenfreude machen und kostet euch ja nichts. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Also, ciao, bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.